Am 25. April 2007 wurde in Heilbronn auf der Theresienwiese ein Mordanschlag auf zwei Polizeibeamte verübt. Die Polizistin Michelle Kiesewetter aus Oberweißbach in Thüringen wurde dabei getötet. Ihr Kollege Martin Arnold schwer verletzt, lag mehrere Wochen im Koma. Die offizielle Theorie ist, dass es sich dabei um zwei Täter gehandelt haben soll, nämlich Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, die im Anschluss die Waffen von Kiesewetter und Arnold entwendet haben sollen und dann in dem Wohnmobil geflohen sein sollen. Motiv war quasi laut Aussage der Generalbundesanwaltschaft, unmittelbar den Staat zu bekämpfen und Polizeibeamte als Repräsentanten vom Staat zu ermorden. Es gibt einige Indizien, die diese These stützen oder stützen sollen. Zum einen wurden Waffen von Kiesewetter und Arnold im Karawan gefunden, in dem Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt zu Tode gekommen sind. Die Tatwaffen vom 25. April 2007 wurden in der Frühlingsstraße in Zwickau, der Wohnung, die Beate Schäfe in die Luft gejagt hat, gefunden. Es wurde Abspritzer vom Blut von Kiesewetter an der Jogginghose oder an einer Jogginghose gefunden, die Mundlos mittels einer DNA-Spur zugeordnet werden konnte. Also zur Erklärung, Abspritzer ist quasi, wenn ein Blutstropfen auf den Boden trifft und der Abspritzer davon quasi dann auf die Kleidung. Und ein vermutlich von Böhnhardt gemietetes Wohnmobil soll um 14.35 Uhr im obersten Feld, das ist ungefähr 20 Kilometer von Heilbronn entfernt, blitzt oder kontrolliert worden sein in dieser Ringfahndung, die die Polizei nach dem Mordanschlag losgetreten hat. Der härteste Beweis ist aber auch, dass in dem Bekennervideo, das der NSU verschickt haben soll an diverse Medien, der Mord an Michelle Kiesewetter und Martin Arnold auftaucht, zwar nicht so direkt wie die anderen Morde, sondern im Abspann quasi, wo dann gesagt wird, also nächste DVD, Paulchens neue Streiche. Und da sind dann Bilder dargestellt von Begräbnis von Kiesewetter und Arnold. Die Theorie, dass Böhnhardt und Mundlos quasi zu zweit Kiesewetter und Arnold niedergeschossen haben sollen, wird aber vielfach angezweifelt. Das ist bei weitem nicht so sicher belegt, wie die Generalbundesanwaltschaft es gerne hätte. Was den Zweifel vor allem stützt, sind Zeugenaussagen von diversen Zeugen, die von der Polizei im Rahmen von den Ermittlungen erhoben wurden. Da gibt es verschiedene Aussagen, die quasi dieser These widersprechen. Ich würde die jetzt mal kurz einfach darstellen. Es gibt die Zeugenaussage, dass ein Mann sich die blutigen Hände im Neckar gewaschen haben soll. Es gibt Aussagen von zwei Männern, die durch die Werbwiesen, das ist ein Park quasi neben den Theresienwiesen in Heilbronn, geflüchtet sein sollen. Und es gibt die Aussage, dass zwei verschiedene männliche Personen in Autos gesprungen sein sollen, in der Nähe der Theresienwiese auch blutverschmiert. Das sind Aussagen, die Polizei zumindest am Anfang von ihren Ermittlungen sehr ernst genommen hat. Die Profiler von der Polizei sind aufgrund von diesen Aussagen davon ausgegangen, dass es sich um 4 bis 6 Täter gehandelt haben muss. Später wurden die Aussagen dann stark in Zweifel gezogen, da sage ich dann noch nachher was dazu. Ein weiterer Zweifelspunkt ist, dass Phantombilder erstellt wurden mit eben diesen Zeugen von den Männern, die sie gesehen haben sollen. Das Auffällige dabei ist, dass keins dieser Phantombilder eine Ähnlichkeit aufweist mit entweder Böhnhardt oder Mundlos. Ein weiterer Punkt ist, dass ein Forensiker der Polizei quasi das Tatvorgehen rekonstruiert hat und davon ausgegangen ist, dass Böhnhardt und Mundlos 30 bis 45 Sekunden gebraucht haben müssen, um die Waffen von Kiesewetter zu entwenden und von Arnold, und dass sie sich dabei stark mit Blut verschmiert haben müssen. Insgesamt ist auch die Tatsache, dass überhaupt Waffen entwendet wurden, ein starker Zweifelspunkt an dieser Theorie, dieser Mord dem NSU zuzurechnen ist, einfach aufgrund von einem völlig anderen Vorgehen. Der NSU hat Ideologie gemordet, die von kleinen Einzelgruppen ausgeht, die durch die Gegend ziehen quasi, von unabhängigen Terrorzellen, die autonom voneinander operieren und quasi schon fast halb religiös Menschen ermorden und dann quasi wie Reliquien von diesen Morden aufbewahren. Deswegen wurden auch die Tatwaffen unter anderem vermutlich aufbewahrt. Sie haben aber niemals vor Ort etwas gestohlen. Also sie haben in keinem von diesen kleinen Unternehmen, die sie ermordet haben, haben sie irgendwas aus der Kasse genommen oder irgendwas, was da rumstand, mitgenommen, sondern sie haben alles vor Ort gelassen, sie haben die Menschen erschossen und sind gegangen. Das ist ein völlig anderes Vorgehen als bei Kiesewetter und Arnold, wo sie quasi auf einem belebten Platz in Heilbronn zwei Polizeibeamte am helllichten Tag erschossen haben und sich dann auch noch die Nerven hatten, quasi jetzt in ihre Taschen zu durchsuchen und ihr Pfefferspraygerät zum Beispiel mitzunehmen. Also es wurden mehrere Dinge entwendet, nicht nur die Waffen. Ein weiterer Punkt ist, dass andere Waffen verwendet wurden auch als bei den üblichen Morden. Die Mordserie ist ja als Cesca-Mordserie aufgrund der Tatwaffe bekannt geworden. In Heilbronn wurde aber ein Tokarev und eine Radom verwendet, was quasi auch nicht ins Bild passt.
Genau, insgesamt ist das Motiv auch nicht einleuchtend. Es wurde zum ersten Mal jemand ermordet, der kein migrantischer Kleinunternehmer war oder generell auch kein Migrant. Und quasi, dass einfach zufällig aus Hass gegen den Staat jetzt Polizeibeamte angegriffen werden sollten, ist wenig einleuchtend. Dagegen, dass Kiesewetter ein Zufallsopfer war, spricht auch der persönliche Hintergrund von Kiesewetter. Das, was im Ausschuss stark bestritten wurde, wo auch der Chefermittler Mögelin, also jetzt vor wenigen Wochen vernommen wurde im Untersuchungsausschuss, gesagt hat, er kennt keine Verbindung von Michael Kiesewetter in irgendwie die rechte Szene oder in die Nazi-Szene. Das ist eine Aussage, die stark zu bezweifeln ist. Es sind durch diverse Medienberichte ist bekannt geworden, dass Kiesewetter Verbindungen in die rechte Szene hatte. Die herausragendste davon ist, dass sie sich am Wochenende vor ihrem Tod in Oberweißbach, in ihrem Heimatort in Thüringen, mit einem Sven K. getroffen hat. Das ist ein alter Sandkastenfreund von ihr gewesen. Dieses Sven K. ist der Bruder von einem Steve K., der für eine Nazi-Band gespielt hat. Die heißt I Don't Like You. Und diesen Steve K., mit dem war Kiesewetter auch gut bekannt. Ein weiterer Punkt ist, dass ihre Cousine in die Nazi-Szene hineinliiert war quasi mit einem Thüringer Heimatschutzaktivisten. Der Thüringer Heimatschutz war quasi die Struktur, aus der die NSU-Terroristen gestammt haben, ursprünglich politisch. Wie gesagt, davon wusste Chefermittler Mögelin nichts. Die Ex-Lebensgefährtin von ihrem Patenonkel ist heute verheiratet mit einem Security-Unternehmer, der auch nachweislich starke Verbindungen in die Nazi-Szene hat. Und letztendlich der wichtigste Punkt, in ihrem Heimatort in Oberweißbach hat ein David Pfeiler einen Gasthof zur Bergbahn betrieben. Dieser Gasthof zur Bergbahn war als Nazi-Treffpunkt bekannt. Da haben sich auch Nazis getroffen zu der Zeit, als Michael Kiesewetter noch in Oberweißbach gelebt hat. Der wichtigste Punkt ist aber, dass dieser David Pfeiler der Schwager von Ralf Wohlleben ist. Ralf Wohlleben ist einer der angeklagten Unterstützer vom NSU im Münchner NSU-Prozess. Ralf Wohlleben hat unter anderem auch die Homepage kreiert für diesen Gasthof zur Bergbahn, nur von dem her. Aber also es sind diverse Verbindungen bekannt von Michael Kiesewetter in die rechte Szene. Es muss nicht heißen, dass Michael Kiesewetter genau aus diesem Grund ermordet wurde. Es stehen auch verschiedene andere Möglichkeiten im Raum. Letztendlich der Mord in Heilbronn völlig mysteriös. Es herrscht vollkommene Unklarheit letztendlich über das Tatmotiv und auch den Tathergang und die Täter. Umso auffälliger ist es, dass die Generalbundesanwaltschaft sich quasi so stark darauf festlegt, wie der Tatablauf gewesen sein muss. Verschiedene Spektionen, dass Kiesewetter ermordet worden sein könnte wegen Verbindungen zur organisierten Kriminalität, weil sie in dem Milieu auch ermittelt hat als verdeckte Ermittlerin. Es gibt Spekulationen darüber, dass Geheimdienstoperationen an dem Tag in Heilbronn stattgefunden haben sollen. Also es gibt dafür verschiedene Anhaltspunkte, die auch relativ breit schon diskutiert wurden in der Öffentlichkeit. Einer davon ist, dass ein Verfassungsschutzmitarbeiter einen Termin mit einem V-Mann gehabt haben soll an diesem Tag in Heilbronn. Das ist vom Verfassungsschutz auch bestätigt. Dieser Informant soll aus dem Bereich Islamismus stammen. Was nicht bestätigt ist oder was ungeklärt ist, ist, ob dieses Treffen tatsächlich stattgefunden hat und ob nicht vielleicht doch ein V-Mann auch mit rechtem Hintergrund daran beteiligt gewesen sein könnte. Der Verfassungsschutz sagt quasi, der Mitarbeiter ist auf dem Weg zum Treffen im Stau wegen der Ringfahndung stecken geblieben. Es gibt aber auch die Aussage quasi, dass er auf dem Weg zurück vom Treffen im Stau stecken geblieben ist. Das ist nach wie vor ungeklärt. Ein Punkt, der auch große Aufmerksamkeit erfahren hat in diesem Themenbereich, ist, dass ein Kennzeichen von einem amerikanischen Geheimdienst festgestellt wurde auf der Autobahn bei Heilbronn im Zuge von dieser Ringfahndung. Also nicht in Heilbronn selber, sondern auf der Autobahn, die quasi an Heilbronn vorbeiführt. Das ist aber was in der Öffentlichkeit bis jetzt stark umstritten ist und was auch noch nicht aufgeklärt ist einfach. Sicherheitsbehörden, das so viel steht fest, zumindest die Heilbronner Polizei und das LKA haben sich im Zuge von den Kiesewetter-Ermittlungen immer wieder zum Affen gemacht und blamiert. Das Bekannteste dabei ist diese Geschichte mit dem Phantom, das sie jahrelang gejagt haben. Also die Polizei hat quasi jahrelang eine Frau gejagt, die für diverse Verbrechen in ganz Deutschland verantwortlich gewesen sein soll. Sie hat sich dann irgendwann rausgestellt, dass es verunreinigte Wattestäbchen waren, die quasi dazu geführt haben, dass man an allen möglichen Tatorten DNA-Spuren von einer Verpackungsangestellten in diesem Watteträger Unternehmen gefunden hat und dann quasi dieses Phantom gejagt. Aber auch abseits davon hat die Polizei keine gute Figur abgegeben. Es gibt einige Beispiele auch für üble rassistische Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Mord an Kiesewetter. Profiler von der Polizei sind zum Beispiel davon ausgegangen, dass aufgrund des Zitat rigiden Ehrenkodex die Täter aus dem Zitat ost- oder südeuropäischen Raum stammen müssen.
Also quasi aufgrund des Tatvorgangs ist man davon ausgegangen, ja, die müssen aus irgendwie einem anderen Kulturkreis stammen. Es sind jugoslawische Sinti und Roma, die in der Nähe sich zufällig aufgehalten haben, stark verdächtigt worden, sind kontrolliert worden, verhört worden, es ging über Monate hinweg. Dazu muss man sagen, es gab quasi Hinweise auf Einzelpersonen, aber die Ermittlungen waren auf jeden Fall rassistisch geprägt. Man ist zum Beispiel auch im Zusammenhang mit diesem Phantom aufgrund der Mobilität der Täter quasi oder der Täterin davon ausgegangen, dass es sich um Sinti und Roma handeln muss. Und in den Akten ist auch völlig unverblümt davon die Rede, dass, Zitat, Zigeuner vor Ort waren. In den Akten finden sich noch mehr Zitate, da finden sich auch so Zitate wie Neger steigt ins Smart. Die Polizei hat im Nachhinein bestritten, dass es quasi die Beamten da aus eigener Motivation reingeschrieben haben, sondern gesagt, das ist eine Zeugenaussage gewesen. Das ist aber eine Lüge, also das war tatsächlich O-Ton-Beamte. Es wurden diverse Ermittlungshinweise ignoriert im Zuge von den Ermittlungen. Es waren ja umfangreiche Ermittlungen, die über Jahre hinweg gegangen sind. Unter anderem hat der Staatsanwalt Christoph Meyer-Manoras auf Heilbronn verhindert, dass die Phantombilder, die da erstellt wurden, überhaupt veröffentlicht werden. Da gab es wohl auch Streit dann zwischen dem Ermittler von der Polizei und diesem Staatsanwalt, weil der Staatsanwalt darauf bestanden hat, dass die Phantombilder nicht veröffentlicht werden. Im Zuge der Fahndung. Der Staatsanwalt hat auch den Überlebenden Martin Arnold unter Druck gesetzt, mutmaßlich, dass er sein eigenes Phantombild, das von ihm erstellt wurde, quasi zurückzieht. Martin Arnold hat dann in seiner Vernehmung vor dem Münchner Gericht gesagt, er kann sich quasi an den Tathergang gar nicht mehr erinnern und er hat das alles nur so quasi für sich rekonstruiert, um quasi sein Trauma, das er dadurch erlitten hat, zu bearbeiten. Ist im Nachhinein immer zu klären, ob er quasi vorher. Also ob er Wissen hat quasi und jetzt unter Druck gesetzt wurde und quasi nichts mehr sagt oder ob er tatsächlich das nur unter Hypnose quasi rekonstruiert hat. Die Handydaten und die E-Mail-Daten von Kiesewetter wurden nicht ausgewertet. Das ist ein Zustand, den der Chefermittler Mögelin vor dem Untersuchungsausschuss in Stuttgart noch verteidigt hat. Also er hat gesagt, das war aus Ermittlungssicht völlig nachvollziehbar quasi, dass man diese Daten nicht auswertet, weil es keine Hinweise darauf gab, dass Kiesewetter kein Zufallsopfer gewesen sein könnte. Und ein Ansatz, der auch für relativ viele Spekulationen gesorgt hat, ist, dass der Patenonkel von Michelle Kiesewetter schon 2007 eine Verbindung hergestellt hat zu den, Zitat, Türkenmorden und gesagt hat quasi, dass der Mord an seiner Nichte damit zu tun hat. Die Polizei ist diesem Hinweis nicht nachgegangen, sondern hat ihn einfach zu den Akten gelegt. Der Patenonkel sagt aber heute, dass er nicht mehr weiß, wie er quasi darauf gekommen ist, dass es da einen Zusammenhang bestehen könnte, sondern dass es irgendwie seine polizeiliche Intuition war, weil er selber auch Polizeibeamter ist. Es gibt noch ein paar sonstige Spuren, die ich jetzt nur kurz wegen ihrer hohen Medienaufmerksamkeit kurz skizzieren würde. Die halte ich aber persönlich für weniger relevant. Es gibt Aussagen von einer V-Frau namens Krokus. Krokus war angesetzt auf die Nazi-Szene im Kreis Schwäbisch Hall. Konkret auf eine NPD-Aktivistin namens Nelly Rühle. Krokus hat im Zusammenhang jetzt mit der Aufklärung vom NSU diverse Aussagen gemacht, gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Alexander Kronbach. Also die schalten sich quasi täglich in die Debatte um den NSU-Komplex ein, geben verschiedenste Hinweise. Das Schwierige daran ist, dass einige von den Hinweisen offensichtlich Insiderwissen sind oder Wissen, das nicht aus quasi bloßer Zeitungsrecherche gewonnen werden kann. Andere von den Hinweisen sind nachweislich falsch. Deswegen ist es im Nachhinein schwierig, quasi zu rekonstruieren, welche Hinweise jetzt von ihr stimmen und welche nicht. Ich würde da nur kurz auf zwei eingehen, die es bis in den Untersuchungsausschuss geschafft haben. Der erste Hinweis ist, dass quasi Täter aus der regionalen Nazi-Szene am Mord an Kiesewetter beteiligt gewesen sein sollen. Sie nennt da verschiedene Namen, unter anderem Sigrun Heffner, Alexander Neidlein, Matthias Brotbeck und eben Stefan und Nelly Rühle. Zumindest von Rühle ist bekannt, dass sie sich am Tattag in Heilbronn aufgehalten hat, allerdings nicht auf der Theresienwiese, sondern in ihrer Friseurmeisterinnenschule. Der zweite Hinweis, dem der Untersuchungsausschuss mit mehreren geladenen Zeugen nachgegangen ist, ist, dass Krokus den Hinweis gegeben hat, dass Nelly Rühle bei einer Krankenschwester, die bei ihr Kundin war, in ihrem Friseursalon, nachgehakt haben soll, wie es quasi dem verletzten Martin Arnold geht, ob er sich an die Tat erinnern kann oder ob man quasi nochmal nachhelfen muss. Das ist was sich nicht bestätigt hat. Also der Hinweis war konkret, es war eine Krankenschwester aus dem Krankenhaus Ludwigsburg, wo Martin Arnold zur Behandlung war. Es hat sich aber herausgestellt, diese Krankenschwester wurde vorgeladen, hat sich herausgestellt, die hat gar nicht in Ludwigsburg gearbeitet, sondern in Leresheim. Krokus hat dann danach zurückgerudert und gesagt, ja, es ging ja um eine ganz andere Krankenschwester. Aber letztendlich ist dieser Hinweis
zumindest für mich damit abgehakt. Vielleicht noch kurz zur Person Nelly Rühle. Nelly Rühle und ihr Mann Stefan Rühle stammen aus dem Rechtsrockbereich oder sind im Rechtsrockbereich aktiv. NSU Watch Baden-Württemberg hat dazu was veröffentlicht im Vorfeld von ihrer Vernehmung von dem Untersuchungsausschuss. Sie wurde zum Beispiel in einem Rechtsrock-Fanzine, das heißt Neue Ordnung, von der Band Frontalkraft quasi mit Namen gegrüßt. Ihr Mann hat für die Blood and Honor Band Rolling Bastards gespielt und spielt auch heute noch in der Nazi-Band. Also es sind alles keine unbekannten Personen. Auch die Personen, die quasi Krokus genannt hat für die Beteiligung an diesem Mord, sind keine unbekannten Personen, sondern es sind alles Leute, die in der Nazi-Szene bekannt sind, die teilweise eine lange Vorgeschichte haben, teilweise auch eine militante Vorgeschichte, wie zum Beispiel Alexander Nightline. Es ist aber nicht ersichtlich quasi, wo der Zusammenhang bestehen soll zwischen dem NSU und diesen konkreten Nazi-Personen. So, die gehören auch nicht zu den Netzwerken quasi, die dem NSU besonders nahe gestanden sind. Der zweite Hinweis ist von ganz anderer Natur. Es gibt die Tatsache, dass Tino Brandt, das war einer der engsten NSU-Unterstützer, zumindest zu Anfang von ihrer Untergrundzeit und während ihrer politischen Laufbahn vor ihrem Untertauchen, Tino Brandt war V-Mann vom Verfassungsschutz und quasi die Führungsfigur vom Thüringer Heimatschutz. Und dieser Tino Brandt hat ein Haus gekauft für knapp 200.000 D-Mark in Harthausen. Harthausen ist auch ungefähr 20 Kilometer von Heilbronn entfernt. Und dieses Haus war nachweislich leer gestanden zum Tatzeitpunkt vom Anschlag auf Kieselwetter und Arnold. Es gibt aber keine Indizien dafür quasi, dass Tino Brandt dort selber gelebt hat oder dass der NSU irgendwie dieses Haus genutzt hat, sondern also die aktuelle Erklärung, die im Raum steht, ist, dass Tino Brandt quasi dieses Haus als Strohmann gekauft hat für seinen Vater, der quasi damit jemand anderem einen Gefallen tun wollte. Das wird aber noch Thema sein im Untersuchungsausschuss. Es ist möglich, dass da noch neue Erkenntnisse rauskommen. Wie wahrscheinlich das allerdings ist, dass der Untersuchungsausschuss tatsächlich groß was beiträgt zur Aufklärung vom Mord an Kiesewetter, ist zu bezweifeln. Der Untersuchungsausschuss hat sich direkt nach seiner ersten Tatortbegehung, die sie gemacht haben, als sie sich angefangen haben, mit dem Themenkomplex Kiesewetter auseinanderzusetzen, relativ stark positioniert, beziehungsweise einzelne Exponenten von diesem Untersuchungsausschuss haben sich danach positioniert. Es gab dann eine Tatortbegehung in Heilbronn und anschließend auch eine Sitzung in Heilbronn, wo der Chefermittler Mögelin unter anderem vernommen wurde. Im Nachhinein von dieser Sitzung oder diesem Tag hat unter anderem der Abgeordnete Sakellariou von der SPD sich zu dem Kommentar hinreißen lassen, ja, also für ihn, nachdem er sich jetzt den Tatort mal angeguckt hat, ist die Zwei-Täter-Theorie völlig plausibel und die anderen Theorien fallen für ihn unter den Tisch. Ist deswegen auch relativ dreist, weil Sakellariou in Schwäbisch Hall lebt, das ist nicht besonders weit von Heilbronn entfernt, und er hat es offensichtlich seit 2007 nicht geschafft, sich diesen Tatort anzugucken, und er hat gleichzeitig den Bundestagsabgeordneten, die im Ausschuss am Anfang ausgesagt haben, unterstellt, quasi, dass sie sich diesen Tatort auch nicht angeguckt haben, sondern quasi, wenn sie das mal gemacht hätten, dann würden sie ja nicht so einen Mist verzapfen und quasi sagen, dass diese Zwei-Täter-Theorie unplausibel. Also so viel zum Willen, quasi diesen Fall aufzuklären. Es ist natürlich fraglich, warum quasi sich jetzt schon so stark positioniert wird. Eine mögliche Erklärung ist, dass niemand aufklären will. Die andere mögliche Erklärung ist, dass sie erkannt haben, sie können nicht aufklären, sie werden diesen Mord nicht lösen und quasi jetzt sich schon mal in sicheres Fahrwasser begeben wollen.